Schalke spielen wie ein Marcelo-Spieler. Darum geht es im heutigen Video. Der Typ ist sogar Nummer 7 Schalke laut League of Graphs. Was auch immer das bedeutet, Leute. Sieht auf jeden Fall stark aus. Mit Schalke Guide habe ich relativ lange gewartet, weil du kannst ihn in allen möglichen Positionen mit allen möglichen Item-Builds. Ich meine, guck dich mal seine History an. Der Typ spielt alle möglichen Item-Builds. Deswegen war es relativ schwer, da ein Video zu machen. Also mit kaum einem Champion müsst ihr so viele verschiedene Builds beherrschen wie mit Shaco. Das ist wirklich verrückt. Kann man das Game hier als Replay nehmen? Ja, I guess it works. Runen könnt ihr euch mal wieder screenshotten oder lasst am besten einen Bookmark da, dann könnt ihr euch das Video immer wieder anschauen. Runen ist genau dasselbe wie der Item-Bit. Da habe ich schon den craziesten Shit gesehen. Also Shaco, da kannst du wirklich alles machen mit dem Champion. Was lustig ist, weil den eigentlich nicht so viele spielen. Und dafür, dass den so wenige spielen, gibt es ein komplettes Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt mit diesem Champion. Das ist so, für so eine kleine Anzahl an Spielern bietet der Champion so übertrieben viele Möglichkeiten. Das ist irgendwie witzig. Naja, schauen wir mal, wie es geht. Ihr könnt ja auch Support sehr gut spielen. Toplane auch unglaublich nervig. Midlane habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Bot auf der Carry-Position eigentlich auch nicht. Das Early Game kennt ihr ja mit den Boxen. Er legt hier direkt los mit dem Setup. Das ist schon mal wichtig zu sagen. Dass er halt aufpasst, dass er nicht invaded wird. Das passiert nämlich, warte, wer hat ein First Blood? Oh, sein Team hat First Blood, obwohl er nicht mitgemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber nice auf jeden Fall. Und ja, das hier ist relativ Standard mit den Boxen, um den Start zu vereinfachen. Ich möchte auch sagen, dass man ihm nicht pullt. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder pullt man ihn? Lucian hat trotzdem gepullt. Ach so, macht man das optimal. Ich war mir da mal nie sicher, ob man dann pullt oder nicht. Aber anscheinend schon. Ist halt die Frage, ob euer Team das versteht. Wenn ihr in Silber steht, spielen. Wahrscheinlich nicht. Aber deswegen ist er dann so schnell Level 3. Oh, now everything makes sense. Boah, der Typ ist schnell Level 3, finde ich. Also mit welchem Champion bist du so schnell Level 3? Kaum einem. Was, er hat jetzt schon Iron Whip. Oh, das ist natürlich crazy für sein Clear. Obwohl dieses Iron Whip-Item schon ein bisschen ungewöhnlich aussieht für einen Shaco, aber der Typ muss es wissen, Leute. Der ist der Shaco. What the fuck is that damage, dude? Leute, ich bleib dabei. Shaco ist ein absolut verrückter Champion. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Fähigkeiten an, um hier ein bisschen Struktur in diese Craziness zu bringen. Passive Backstab. Installing a facing away from Shaco's attack the additional. Also wenn ihr hinter einem steht, wenn ihr von hinten angreift, macht ihr mehr AD Damage durch Auto Attack. Two Shift Posen die dann diesen. Warte mal. Und Two Shift Posen macht mehr Magic Damage, vor allem wenn er weniger als 30 Leben. Und das ist dieser Dagger, den er wirft. Ja, true. Also bei diesem Game bekomme ich schon Lust, Shaco zu spielen, oder? Wie geht's euch, Leute? Ich meine, ich müsste mir nochmal den Clear anschauen, um das mit den Boxen richtig zu machen. Aber das sieht schon spaßig aus. Ich meine, er hatte Glück, dass der Gegner so dumm war und da halt early reingepusht hat. Er maxt die Box tatsächlich. Verrückt. Wahrscheinlich für den besseren Clear. Das ist wirklich interessant, wie er Shaco spielt. Shift Power. Ich werde meinen eigenen Shaco Guide so lange ballern, bis ich den Spieler so wie er. Bei Shaco hatte ich immer so das Gefühl, dass der dann so im Late Game nachlässt. Was auch meistens der Fall ist, wenn die nicht snowballen. Also, ihr müsst ja schon Early Action machen mit dem Champion. AFK Farm ist nicht so der Shaco Lifestyle. Weil das in Season, in der aktuellen Season auch generell nicht der Lifestyle ist. So, wir gucken uns mal cool in Design. Genau, da könnt ihr euch invisible machen und teleportieren. Und ihr könnt dann sogar eine Box oder die Ultimate einsetzen, während ihr getarnt seid. Das ist ja auch lustig. Und es macht ihn halt nicht sichtbar. Aber ich glaube, wenn ihr E einsetzt, macht es ihn dann sichtbar. Wenn ihr getarnt seid, ne? Okay. Und ihr macht mehr physischen Damage bei der nächsten Auto-Attack. Und die macht einen Crit für 140% Damage. Die Box habt ihr schon gesehen. Wir können uns ja hier mal die Details durch.
Shaker creates a trap that starts. Genau, also da könnt ihr sogar Leute mit vieren, wenn das nach der Tarnung aktiviert wird. Und die feuert dann immer so Shots, macht so ein bisschen Mage Damage. Aber der Damage ist eigentlich egal, wenn ihr jetzt nicht gerade AP Shaker spielt. Na, wobei er maxt es schon. Also er maxt es ja nicht ohne Grund. Das ist aber auch ungewöhnlich. Früher hast du eher Q oder E gemaxt und er maxt tatsächlich wen. Das ist echt faszinierend, muss ich sagen. So, E2 Shift Power Shift. Das ist dieser Dagger, den er werfen kann. Die hat aber noch eine Passive. While this ability is off cooldown. Check das nächste. Warte mal. Oh, während es im Cooldown ist. Slowen seine Attacken den Gegner. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist sehr interessant. Aktive Shadow. Genau, da wirft er halt so einen Dagger. Macht Mage Damage. Scaled aber auch mit AD. Und AP. Und slowt bei 20%. Wenn das Ziel weniger als 30% Leben hat, macht es noch mehr Damage. Genau. Ulti, Hallucinate, da könnt ihr so einen Klon von euch machen. Warte mal, Spawning. Oh, das ist auch krass, wenn der Klon stirbt, macht ihr auch nochmal 3 von den Boxen. Der Klon macht 60% von Shakos Damage und nimmt 50% mehr Damage. Mini Jack in der Box, die machen aber weniger Damage als die normalen Jack in der Box. Die dann kommen, wenn der Ulti-Klon besiegt wurde. Okay, interessant. Als kleiner Tipp, wenn ihr mal erkennen wollt, welcher Shaco der echte ist, da gibt es wirklich so einen kleinen Trick. Da müsst ihr schnell sein. Mal angenommen, ihr seid in einem Teamfight und Shaco ultiert und er hat schon einen Mythic, dann ist der echte Shaco der, wo das Mythic so einen gelben Rand hat. Müsst ihr mal drauf achten. Das ist bei LeBlanc auch so. Gibt es noch jemanden, der so eine Tarnungsdinger machen kann? Nico kann das teilweise. Stimmt mit dem Klon. Genau, bei denen könnt ihr mal erkennen, wer der echte ist, wenn ihr auf den Champion klickt und wenn dann so eine gelbe Umrandung um das Mythic ist, da kann man dann erkennen, wer der echte ist und wenn nicht. Also bei LeBlanc, Shaco, bei Nico und vielleicht noch bei irgendwas anderes, das ich gerade vergessen habe. Hauptsächlich bei Shaco kennt man diesen Trick. Weil es natürlich wichtig ist, dass ihr den echten fokussiert und nicht den Klon. Genau. Er hat das Early Game insane gespielt. Guck mal, jetzt steht 10-0-3 am Turbo Smurfen, ist der Bray. Was soll man da noch sagen, Leute? Der smackt die einfach weg. Verdientes Legendary, wie ich finde. Absolute Jungle Difference. Der Typ ist auch insane. Ich werde mir dieses Replay tatsächlich öfter mal anschauen. Um das versuchen nachzumachen, so wie er. Das geht schon echt ab, Leute. Das geht schon wirklich, ja. Ich meine, der Master Yi ist auch ein bisschen getiltet. What the fuck, der Damage? Aber man muss auch sagen, ihr müsst halt wirklich von early an Snowball. Und Shaco hat halt das Glück, dass die gegnerische Botlane so dumm war, reinzupushen. Und er hat so einen richtig einfachen Ganker. Wenn sowas passiert, habt ihr quasi ein Free Game. Wie ihr sehen könnt, wir dann keine Fehler machen. Der Typ macht keine Fehler. Der Typ macht keine Fehler. Sein Bild ist ein bisschen crazy. Stridebreaker into Essence Reaver, natürlich. Natürlich geht der Stridebreaker into Essence Reaver, klar. Alles andere hätte mich auch gewundert, Leute. Spaß. Dieses crazy Hund immer. Das passt zu Shaco-Spielern natürlich. Als Master Yi würde ich aber auch nicht gern gegen Shaco spielen. Das wirkt irgendwie wie ein nerviges Matchup, oder? Wirkt ein bisschen nervig, finde ich. Wirkt ein bisschen sehr nervig. Aber er farmt doch ziemlich viel. Er versucht halt effizient zu jungeln, das finde ich gut. Sprich, wenn kein Gang zu tun ist, farmt er halt. Ja, macht ja keinen Sinn, irgendwie dumm rumzustehen. Also. Das macht ja schon sehr. Oh, Yi klaut den Herald. Unnötiger. Der erste Fehler. Ich meine, in 16 Minuten pure Dominanz. Da lasse ich auch mal ein Fehlerchen zu, Leute. Also, der Gegner macht ja gar nichts. Die sind ja basically schon AFK. Und das ist Master Elo. Und das ist lustig. So ein Stomp würdest du ja eher erwarten von. Bronze oder so, aber das hier ist Master Elo im Durchschnitt, Leute. Und das ist ein Gigastorm. 10k Gold ahead nach 17 Minuten. Holy Smurf!
Crazy shit, Leute. Crazy shit. Oh Mann, ey. Der macht das schon gut. Ach, schade, dass er keinen Skin nimmt. Aber es gibt ziemlich coole Skins für Shellcore eigentlich. Aber er meint so, oh, ne, braucht man nicht. Interesting. Very interesting, Leute. Wie geht's denn weiter hier jetzt? Er hat einfach mal eine zu 0 KDA, das ist schon crazy. Da muss man schon clean spielen als Shaco, weil du würdest ja meinen, klar, Shaco sicher mit der Ulti den Boxen im Q. Na, wenn du dich eine Sekunde falsch positionierst, kannst du schon tot sein mit Shaco, so schnell geht das noch. Aber der hat sich noch nicht falsch positioniert. Das ist pure Dominanz. Da ist schon wieder dieser verrückte Hund. Gibt's doch nicht. Der mockt die Gegner, ja, richtig. Shaco ist, glaube ich, ziemlich gut im Solo-Baron. Ja, seht ihr ja schon. Ach so, wegen... Ach, am Baron funktioniert das auch mit dem Bonus-Damage von hinten. Ah. Wieder was gelernt, Leute. Wieder was gelernt. So, sein Bild war Stridebreaker, Essence Reaver, Infinity Edge und GA hat er ungefähr zur selben Zeit gekauft. Ich glaube eher Infinity Edge first. GA ist meistens eher so ein Fourth-Item-Item. Interesting. Was für eine absolute Dominanz, Leute. Der Turm-Damage. Jetzt gönnt er sich noch ein paar Kills, aber... Oh, nice. Ja, Leute, ich glaube, das Game ist over. Das war, hands down, die größte Shaco-Dominanz, die ich je gesehen habe. Werde ich mir öfter mal anschauen und versuchen, das nachzumachen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber den Versuch ist es wert, Leute. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Shaco-Games. Ja, ciao.